Freunde, mein erstes Themenpaket, vielleicht schon mein letztes, mal sehen. Ich habe jetzt einfach mal probiert zu bestellen, hat auch funktioniert, hat allerdings jetzt auch 2 Wochen gedauert, bis ich hier war. Wo liegt der wohl auf? Irgendwo da rum? Ich weiß es nicht. Ich kicke mal. Jo. Ah, das ist auch eine Scheiße. Was soll man so sagen? Irgendwie ein Käse. Also die Tasche, die hat es dann auch hinter sich. Ich hätte mir mal eine neue Tasche bestellen sollen bei Temu. Naja, wir probieren es mal. Also, fangen wir mal von vorne an. Hallo Bastelfreunde. Machen wir mal weg. Ich habe mir jetzt mal bei Temu ein Paket bestellt. Hat jetzt 14 Tage gedauert. Nicht so wie bei manchen YouTubern jede Woche oder so. Ja, und dann gucken wir mal, ob alles drin ist und ob halt heile ist. Und dann können wir mal eine Aufrechnung machen. Was das gespart hat oder nicht gespart hat. Ihr wisst ja, einkaufen wie die Millionäre. Ob sich das bewahrheitet, das sehen wir zum Schluss. Jetzt müssen wir erstmal diese super Verpackung aufkriegen. So. Fangen wir mal an. Jetzt soll ein Rasenmähermesser schärfer sein. Den machst du in eine Akku-Bohrschrauberin und dann lässt du das Ding langlaufen und der soll dir die Messer schärfen. Ja. Preisvergleich machen wir nachher ein. Ich hab's jetzt nicht im Kopf, was das gekostet hat. Das ist doppelseitig transparente Klebeband. Relativ dick. Zumindest sieht es immer so aus in der Werbung. Mal gucken. Ja, ist wirklich relativ dick. Ist also kein normales dünnes Bändchen wie ein Tesafilm, sondern schon ein ziemlich dickes Teil. Klebt auch am Rand. Also kannst du hier ankleben. Dann habe ich mir 2 Adapter bestellt. Fahrrad. Damit du auch mal Luft drauf machen kannst, ohne dass du das schätzen musst, weil du die normale Ausblaspistole benimmst, sondern du kannst jetzt auch mal den normalen Luftdruckprüfer nehmen und das hier aufsetzen. Das sind hier Magnethaken. 5 Stück. Alle Kleber. Ich finde das immer süß, wenn das in so kleinen Tuben ist, wenn du eine größere Tube hast. Meist kannst du die wegschmeißen danach, weil du die nie wieder aufkriegst. Und bei diesen kleinen Tuben ist das immer ganz praktisch, dass man, ja, dann ist es nicht so schlimm, wenn du eine wegschmeißt, sag ich mal. Wenn du die mal benutzt hast und die sich nicht mehr öffnen lässt. So, hier sieht nicht, was drin ist. Mal gucken. Ach ja, das ist hier so ein Schraubendreher-Set. Nicht sehr hochwertig, muss ich sagen. Ich habe ja so ein ähnliches. Vom Prinzip hier ist es das gleiche. Du kippst es hoch und dann kannst du die wohl rausnehmen oder musst du die ganz nach hinten kippen. Oder überhaupt. Warte mal. Ah, nach hinten musst du die rausnehmen. Schon mal fummelig. Meins ist da ein bisschen angenehmer. So, und dann haben wir hier, ach, das ist wirklich billig. Das Ding lässt sich hier drehen.
Die irritieren die. Gar nicht. Was mit Magneten? Okay. Gut, ist nicht so hochwertig wie meins. Hast natürlich alle möglichen Bits zur Auswahl. Diese kleine Fummeleien sind ganz gut. Also die Tasche macht keinen guten Eindruck. Die ist so mit der heißen Nadel gestrickt. Ja, wenn ich jetzt hier dran ziehe, dann habe ich die kleine Hand. Naja. Qualität, wie gesagt, nicht der Burner. Ach ja, das ist ja noch ganz lustig. Mal gucken, ob es funktioniert. Nein, jetzt haben sie aber zugeklebt. Klebt doch wie Hulle. Mal unten aufmachen. Und zwar, weg damit. Kannst du hier Wasser reinfüllen? In das Teil? So eine kleine Flasche drin. Kannst du Wasser oder Reiniger drin machen? Das ist praktisch ein Pumpmechanismus. Dann kannst du das hier drin machen. Dann kannst du das einsprühen, was du reinigen willst. Und der Gag ist eigentlich, dass außen hier wie so eine Art Mikrofaserlappen drauf ist. Und dann kannst du praktisch über das Objekt rübergehen, was du putzen möchtest. Sagen wir mal, du hast jetzt hier diese Brille. Dann kannst du die hier einsprühen. Und dann kannst du das hier so abwischen mit. Ja. Kam jetzt nur, glaube ich, 1,90 Euro oder sowas. Das gibt es auch für 12 Euro zu kaufen, habe ich gesehen. Ob es dasselbe ist, weiß ich natürlich nicht. Meistens sind ja Nachbauten hier oder so. Das müsste so ein Nettle sein. Mal gucken. Genau. Das ist hier so ein Mikrofaserlappen. Die sahen in der Werbung natürlich viel, viel schöner aus. Also eine ganz hässliche Kettelung kam hier drum, hier mit Ransen dran. Ja, und hauchdünn war, also ihr seht schon. Nicht gerade so Bombenqualität. Ich kann euch dann nachher mal einen Lappen zeigen, den ich über Amazon gekauft habe. Der sieht ganz anders aus. Von der Qualität her. Man müsste aber nochmal einen Lappen kommen, glaube ich. Genau hier. Aber ich sehe schon, die sind auch von der Qualität her nicht viel besser. Mal gucken. Die Größe ist natürlich ein Witz, wahr? Das ist natürlich wirklich lächerlich. Und ich denke mal, wenn die wächst, dann werden die noch mehr eingehen. Aber die sind von der Qualität her auf alle Fälle besser als die Lappen hier. Ich glaube nicht, dass das hier groß was reinigt, diese Dinger hier. Ich weiß nicht, was das für ein Material ist. Das ist das Material, wie ich es auch kenne. Hier ist ja ein Aufkleber drin, oder ein Aufnäher oder Einnäher. 80% Polyester, 20% Polyamid. Steht drauf. Hier steht ja auch nicht drauf, bei den Lappen. Nö. Jetzt hat man sich denn schon ganz gespart. Okay, das sind jetzt hier 5 Stück. Kann man sich mal ins Auto legen oder ins Fahrradkörble, wenn man da was bei hat. So, was haben wir hier? Ah, okay, das ist ein Pieker. Der sah natürlich im Internet auch wieder riesengroß aus, wie ein normaler Pika halt aussieht, wenn man sich das vorstellt. Ja, in der Wirklichkeit ist der relativ klein. Er ist sehr spitz, muss man sagen. Ja, kann man jetzt sehen. Ja, schon. Ja, ganz lustig. So, was ist noch? 2 Sachen haben wir noch. Und zwar 2-mal dieselben Sachen. Wollen wir auch mal gucken, was die Qualität sagt.
Oh, erstmal staubig wie Sau. Das kommt aber von dem Karton hier. Können wir gleich mal in der tollen Lappen ausprobieren. Naja, das funktioniert. Und zwar ist das hier so ein automatischer Flaschenöffner. Wo man kennt man ja, drückt man drauf, zack, zack, und dann entkorkst du die Flasche. Ob die was taugen, weiß ich nicht. Komische musste, die hatten auch jetzt nur diesen Elch oder Hirsch oder was immer das sein soll. Als Angebot. Ja, müssen wir mal gucken. Ich rechne das jetzt mal alle zusammen und dann machen wir mal einen Vergleich. Müll. Müll. Ich habe jetzt hier mal eine kleine Zusammenstellung gemacht. Was wir jetzt hier sehen, ist praktisch von Temu, was ich gekauft habe. Da fangen wir jetzt mal an. Hier mit zum Beispiel diesen Satz Schraubendreher. 25 Teile oder was das sind. Kosten 2,98 Euro. Dann haben wir hier diesen Flaschenöffner. 2,91 Euro. Diese 10 Klebe. Kartuschen, diese kleinen Tuben, kosten 1,98. Die Mikrofaserlappen, da habe ich ja nur 5 Stück gekauft, die kosten 1,68. Von den anderen habe ich 10 Stück, die kosten 3,05 €. Dann haben wir diese Kratzaale, diese Mini-Ding, kostet 89 Cent. Denn den Adapter für das Fahrrad habe ich ja 2 Stück genommen, kosten 98 Cent pro Stück. Denn dieses Sprühteil, 2,49 Euro. Diese 5 Magnethaken, 2,27 Euro. Diesen Messerschärfer, 1,39 Euro. Und dann haben wir noch die Nanorolle, diese doppelseitige Klebeband im Grunde, kostet 1,47 Euro. Das macht einen Gesamtpreis. Normalerweise sagen sie von 71,08 Euro. Dann kriegen wir Rabatt, 46,08 Euro. Sind wir bei 25 Euro. Versand war kostenlos. Ja, die Rechnung stimmt soweit. Das ist alles richtig. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Dann werden wir jetzt hier mal bei Amazon gucken. Wir fangen mal mit dem ersten Artikel an. Da haben wir 2,98 Euro bezahlt. Ich habe so einen ähnlichen Artikel auch bei, oder genau den gleichen Artikel auch bei Amazon gefunden. Das kostet hier 4,79 Euro. Ich habe, wie gesagt, immer Prime-Produkte genommen, damit es dann auch relativ schnell geht und muss ja auch einen Sinn haben, wenn das hier schon teurer ist, dass ich dann wenigstens meine Bestellung schnell bekomme. Also es sind hier 4,79 Euro, die wir hier bezahlen würden für dasselbe Teil. Dann haben wir hier diesen Flaschenöffner, den habe ich hier auch gefunden, der günstigste jetzt hier mit Prime, der kostet 5,79 Euro. Sieht mir aber hochwertiger aus, scheint aus Metall zu sein. Den ich da jetzt habe von Temu, der ist aus Plastik. Dann haben wir den Sekundenkleber. Den haben wir hier auch gefunden. Allerdings kein 10er Pack, sondern ich habe hier nur ein 18er Pack gefunden. Mit so einem kleinen Tum. Kostet 9,99 Euro. Dann haben wir hier die Mikrofaserlappen. Eben mal die 5 Stück, die blauen, habe ich so eine ähnlichen gefunden. Die sind allerdings hier vom Bileder. Da kosten 7 Stück jetzt 4,85 Euro. Und von den anderen, da haben wir hier ja auch, das sind, ich glaube auch nur 5 Stück. Oder waren das 10? Ne, das waren auch 5. 3,05 Euro. Und hier bei Amazon kosten die 5,49 Euro. Ja, die Qualität, denke ich mal, die ist vielleicht ein bisschen besser. Kann ich aber nicht genau sagen. Ich habe die auch nicht gekauft. Ne? So, dann haben wir hier diese Aale, die wir hier ja auch gekauft haben. Das ist hier auf der zweiten Seite. Da haben wir 89 Cent bezahlt für so ein Ding. Und hier bei Amazon bezahlst du 6,59 Euro. Allerdings bekommst du dann auch gleich 2 Stück von den Kratzaalen. Dann haben wir diese Ventile hier für das Fahrrad. Hier sind sie ja noch so eine Cappies bei. Kostet hier 3,89 Euro. Ich habe bezahlt bei Temu 98 Cent pro Stück.
Also wie teurer ist das hier denn auch nicht. Dann haben wir hier diesen Sprüher mit der Wischfunktion. Hier muss ich dazu sagen, das ist jetzt hier auch, weil es Prime ist, das billigste. Ich hätte jetzt auch noch einen haben, der noch billiger ist, aber der kommt dann auch aus China und braucht dann auch ziemlich lange. Und deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, Prime ausgesucht, 6,99 Euro. Dann haben wir hier die Haken, da habe ich jetzt aber nur einen 6er-Pack gefunden. Ich hatte ja hier so einen 5er-Pack für 2,27 Euro. Und hier kosten die halt 5,99 Euro. Dann haben wir noch diesen Messerschärfer, also hier für Gartengeräte. Kostet 6,21 Euro hier bei Amazon und ich habe bezahlt dafür 1,39 Euro. Und zu guter Letzt haben wir hier noch diese 5 Meter doppelseitige Klebeband, Nanotape oder wie sich das nennt. Kostet hier 2,99 Euro die 5 Meter und ich hatte bezahlt bei Temu 1,47 Euro. Das macht summa summarum eine Preisgeschichte aus bei Amazon von 63,57 Euro. Wenn du jetzt alle diese Artikel kaufen würdest, die ich auch bei Temu gekauft habe. Hier habt ihr jetzt mal noch einen Vergleich. Dieses Billigding hier, was ich gekauft habe. Und hier ist eins, das ist hochwertiger. Das hat aber auch, wo ich es gekauft habe, damals 15 Euro oder so gekostet. Aber da ist alles hochwertig. Ja, da ist der Halter sehr hochwertig gearbeitet. Und auch die Bits, die sind aus einem ganz anderen Material. Ja, kann man überhaupt nicht vergleichen. Gut, hier sind jetzt weniger drin, aber dafür qualitativ besser als diese Billigding. Also ich glaube, das spricht schon für sich. Wenn man hier die Dicke sieht von der Tasche hier, wie gesagt, hier eine Kettelung dran, nix. Und hier, das ist hier gekettelt, das ist stabil gemacht. Also das ist schon, da spart man am falschen Ende bei so einem Ding hier. Das ist denn hier der Größenvergleich. Also meins, was ich schon länger habe, ist ein bisschen kleiner als das. Ja, und dasselbe haben wir hier auch mit den Mikrofaserlappen. Das ist jetzt hier der neu gekaufte, sieht man ja schön, und das ist hier mal einer, der hat ein paar Euro mehr gekostet, aber der ist auch von der Verarbeitung her eine ganz andere Hausnummer. Alleine die Kettelung, wenn man sich die anguckt, ja, das ist sehr hochwertig vernäht, das ist relativ dick, der Lappen, und dazu den hier, das ist ein ganz hauchdünnes Ding, die Kettelung, wie gesagt, ist auch nicht doll. Den anderen Mikrofaserlappen, den spare ich mir schon mal, weil da wird die Qualität dann noch viel, viel schlimmer. Hier nochmal zum Vergleich. Das sind die Mikrofaserlappen, die ich gekauft hatte. Und die haben jetzt hier 16,99 Euro gekostet. Klar, wer Qualität haben will, muss ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber in dem Falle lohnt sich das auch, weil die dann auch länger halten als diese Billigdinger, denke ich mir mal. So. Okay, das soll dieses kleine Video gewesen sein, der Ausflug nach Temu. Ob ich da nochmal kaufe? Ich glaube nicht. Also eigentlich brauche ich da jetzt nichts weiter. Ich habe jetzt ein paar kleine Sachen gekauft, die werde ich auch benutzen. Aber beim nächsten Mal werde ich es wahrscheinlich doch wieder über Prime machen, weil einfach der Vorteil der ist, dass man das relativ schnell hat und man nicht lange warten muss. Okay. Ich bedanke mich für's Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.